Tada! Huch! Ja. Was? Darf ich vorstellen, das ist eine Phase. Oh nö! Wollte dich nicht spoilern. Ja, das hab ich gemerkt. du stoppst. Oh, ja, gerade gemerkt. Aber jetzt kriegen wir wenigstens Viecher. Ah, super, und ich bin oben. Ja, komm, sauf schneller hier, das ist doch. Du wolltest nicht spoilern. Ach ja, stimmt, du hast das ja schon weitergezogen wie ich. Verdammt. Ja, mit der Hand 2. Glaube ich. Da war ich schon drin. Das ist fies. Nee, aber mach das Ganze interessant. Kann immer aufhören mit ihrem scheiß Webelstürmen, ne, und ihrer Rumporterei, das nervt. Und die Dreh. So ein bisschen, ja. Ah, ups. Oh, komm schon. Oh, viel Viecher. Ja, und gleich tot. Geh doch einfach, sterben ist ja nicht so schwer hier. Da. Was ist denn jetzt da? Alter, schon gerade 10 Frames, ey. Oh. Das ist nicht so gut. Ja. Komm schon. Das ist. So genaues Zeug. Eine Portal Scroll. Jawoll. Oh, ich hab sogar ein Steam Achievement bekommen. Okay. So, wollen wir mal gucken. 15 int. Wie waren das hier so rum? Okay, ein Hammer bringt uns gar nichts. Schild bringt auch nicht wirklich was. Lightning Resist, Maximum Life. Ich hätte eventuell einen Helm für dich. Wäre allerdings ein Kriegerhelm. Also mit einem roten Slot zumindest. Ah, nee, ich brauch keinen. Okay. Aber danke. Ich hab einen. Tja, dann habe ich 3 gelbe Dinger, wo Schrott sind. Okay. Schön, toll. Ich lieb's, wenn sich Bosskämpfe lohnen. Aber wenn irgendwie der Loot stimmen würde, gell? Ja, das ist. Aber gut, das gehört dazu. Richtig. So, find the forest encampment. Okay. Oh, wir sind in Akt 2. Ja. Ah, guck mal. Okay. Was haben wir denn hier? Oh, mein Feuerring hat gleich Level up. Sehr schön. Und meine Skelette. Ah, sehr gut. Tja, war ja jetzt nicht wirklich berauschender Feldzug hier, aber okay. Würde ich sagen, gehen wir mal weiter, ne? Ja. Ich habe aber keine Ahnung, wo es hingeht. Also theoretisch weiß ich, wenn die Map wieder einigermaßen mitspielt. Okay. Dann ist es immer so rechts, rechts oben. Rechts oben, okay. Ja, gehen wir mal gucken, ne? Random Maps bin ich, kommt man da immer wieder durcheinander. Ja, wenn du so einen kranken Zockerkollegen hast, wie ich, der Diablo 2 damals so dermaßen gesuchtet hat, da gab's in Akt 1 in den Katakomben bei der, auf dem Weg zu Andariel, gibt's 10 verschiedene Varianten, wie die Karte generiert wird, bis heute, und er kennt alle 10, Dinger auswendig. Wow. Ja, das ist. Ich meine, ich will nicht sagen, dass er bekloppt wäre, aber er hat definitiv einen Dachschaden, was das angeht. Also, das ist ja, schon. Das kann ja auch Gedächtnistraining sein, gell? Ja, also, was hat er gesagt? 4 Jahre oder was? Hier ist ja die Strecke da immer abgerannt. Irgendwann merkst du dir sowas. Okay. Ja, ja, das ist. 4 Jahre. Ja. Auf so viel Spielzeit komme ich nicht in Diablo 2. Nee, ich also, auch ich hab nicht. Das auch. Ich weiß es halt 3-4 Mal durchgespielt mit verschiedenen Charakteren. Aber das war's dann auch schon. Ach, hier ist er wieder. Scharlatan. Hier geblieben. Ja, also so hardcore habe ich Diablo 2 dann damals auch nicht gezockt. Ich glaube, das war da schon fleißig dabei, aber. Okay. So heftig habe ich mir das jetzt auch nicht gegeben. Babs.
glaube, die ist ab. Dieser Feuerring ist einfach nur übertrieben krank. Wäre mal wieder beim Thema OP, ne? Ich. So, das ist 3 Packs of Monsters. Überall dieses kleine Gemüse hier, das nervt. Dieses. Guarded by 3 Packs. Oh ja, okay. Dann setze ich dann, machen wir außenrum mal leer, dann setze ich einen Feuerring und dann. Ja. Ah, Level Up, guck mal, perfekt. Ich hab noch ein paar. So, Mana. Können wir mal mitnehmen. Oh, halt, Hilfe. Alter, jetzt hätte ich schon beinahe aufgedrückt. So, ich mach mal hier einen Feuerring. Jo. Sag, wenn du Bescheid bist. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Kannst. What? Hm. Ah ja, doch, ging ja recht gut. Jo. So. Nochmal. Ach nee. Wir müssen jetzt alle Monster Packs killen, dann geht die Kiste auf. Ah, das war das, was ich vorhin gesehen habe, wahrscheinlich bei der letzten Kiste. Wow. Geht nie ab. Okay. Da hat wohl jemand ein paar Skills bekommen. Sind das. Ach, das sind Skillsteine. Ach. Arctic Armor. Oh, eine Eisrüstung. While moving. Boah, die bringt aber mal gar nichts, die Rüstung. Ja, vielleicht muss man die erst leveln oder so. Nee, ich meine vom Sinn her. Achso. Das ist quasi ein Mana-Schild. Aber das ist ziemlich teuer dann. Ist da immer noch ein Mana da? Ja, das war's dann. Ja, deswegen. Gut, du kriegst zwar weniger Schaden und weniger Feuerschaden, aber kostet einen Arsch voll Mana. Okay. Kannst du von den Skills irgendwas gebrauchen oder hast du noch von deinen anderen Chars so viel auf Kiste liegen? Ich hab alles auf Kiste noch. Achso. Ich kann dir hier echt nicht sagen, wie viel ich auf Kiste noch hab. Das ist einiges. Cold Snap, okay. Ja, das ist mein primärer Angriff hier mit dem Charakter. Ja, genau. Ich probiere die Eisrüstung mal aus. Ich hatte mich jetzt eigentlich gefreut, hier mega fetten Epic Loot. Ja, nee, war das ja die Skill-Dinger da. So, ich werde mal ein bisschen auf Leben bauen. Wie man eben an dem Boss gesehen hat, kriegen wir doch sehr schnell, sehr stark auf die Schnauze. So, wie funktioniert das jetzt? Och, Alter, während dem Laufen frisst er sogar Rüstung. Ja, und die jetzt was, sieht ja was stylisch aus. Ja, aber wenn ich jetzt hier rumlaufe, das zieht mir das Mana gerade so leer. Boah. Also quasi reinstellen, anschmeißen, hoffen, dass man es überlebt. So ungefähr, ja. It drains your Mana, but active in the fast mode when you're moving. Okay. Hm. Kostet 30 Mana pro Sekunde, wenn ich laufe. Und das Ding ist aktiv. Gut, hat allerdings nur eine Aktivierungszeit von einer halben Sekunde. Also dementsprechend drücken und die Rüstung ist da. Muss ich mal ausprobieren, ob das was bringt. Glaub's ja zwar nicht, aber naja, gut. Ach, könnte man hier noch. Nee. Achso. So, erzähl Reiseführer, wo geht's lang? Immer der Nase nach. Ja, ich habe halt die Vermutung, dass es wieder rechts oben ist. Okay. Also ich hoffe es mal. Letzten Male war es einfach geradeaus. Also von dem letzten Wegpunkt aus einfach geradeaus durch, aber da war irgendwie Fluss jetzt diesmal. Okay. Oh, die Rüstung ist gar nicht verkehrt. Mein Leben und mein Schild bleiben komplett unberührt. Wenn die mich angreifen. Oh. Das ist gar nicht so blöd eigentlich. Leben und Schild bleiben komplett unberührt vom Schaden. Das geht wirklich rein aufs Mana. Also wenn du da ein bisschen Mana-Polster zulegst oder dicke Mana-Pötter, geht das eigentlich recht gut. Denk mal, später hat man dann auch noch Mana übrig. Ja, davon gehe ich eigentlich fast aus. Ist ja eigentlich fast normal für Caster-Klassen.
Anfangs gräbst du da rum, hast kein Punkt Mana Reserve. Und irgendwann kannst du einfach per Dauerfeuer auf dem Knopf stehen bleiben. Richtig. Dann fängt das richtig an Spaß zu machen. Ja, das denke ich mir. Oder sagen wir mal, darauf hoffe ich. Ja. Also ich habe ja bis jetzt Witches nur auf Pet gebaut hier in dem Spiel. Ja. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie sich der Mana-Haushalt von Castlan verhält. Minions. Ah, da ist es. Oh. Minion. Was für Minions? Oh, Hilfe, mir hat's mein Zombie-Skill rausgeschmissen. Warte mal. Mein Skelett-Skill, ja da. Hä? Support Minion. Ach so. Ach ja, das war ja der passive Stein, genau. 60. Hä? Okay. Ach so, hab ich diesen Kackstein immer noch drin? Skelette. Der Feuerspell. Minions have 31% increased maximum life. Das gilt für... Ach so. Ja doch, für die Zombies. Oh, cool. Meine Zombies haben jetzt erhöhtes Leben. 3 Zombies, ja. Da unten steht 4, was? Hä? Raised Zombie. Ja. Okay. In meinem Zauberstein für die Zombies steht drin, ich kann 3 Zombies holen. Unten in der Skillleiste steht 4. Muss man nicht verstehen. Aber ich glaube, es liegt daran, wie du geskillt hast, die Passiven. Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Forest Encampment. Okay. Oh, ein weiteres Lager, guck mal. Sehr schön. Ah, okay. Oh ja, das ist gut, dann kann ich gleich mal Taschen leer machen hier. Du hast eine Quest für uns? Ja. So, Sell Items, was hätten wir denn gerne? Hammer können wir mal wegschmeißen. Das kann weg, weg, weg. Weg. Oh ne, halt. Also mal kompletter Decksleder. Ne, weg. Der kann auch weg. Wobei. Mir Weapon. Oh. Okay. Ah, jetzt gar nicht so verkehrt, aber den heben wir mal auf. So. Können wir irgendwas Neues holen? Ja, Sachen, die wir uns nicht leisten können, das war ja klar. Was habe ich denn da drin eigentlich? Ethereal Knives. Hä? Wo sind die? Ach da. Probier den jetzt mal aus. With a meter weapon. Ne, macht immer leer hier. Können wir hier leer machen? Ach da. Clear, so, und da packen wir jetzt mal. Hallo? Da. Probieren wir den mal aus. Bist wieder fleißig am Kisten plündern, gucken, was noch drin ist. Oh nö, ich habe jetzt erstmal alles nicht angenommen. Aber das ist eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee, mal da reinzugucken. So, aber ich habe gerade festgestellt, hier auf dem, in dieser. Wie soll ich das nennen? Schwierigkeitsgrad und dieser Liga. Ja. Hab ich gar nicht so viel. Ah, okay. Also das erste Feld ist fast komplett voll, das zweite ist so halb voll. Und 3 und 4 ist noch leer. Feuerfalle, hä? Ach so, die habe ich ja aufgehoben, ja. Okay, so. Ich habe jetzt mal einen neuen Angriffsskill reingepackt, mal gucken, wie der ist. Okay. Wo ist mein Feuerball? Hallo? Ach so. Da, doch eben. So. Hello. Was haben wir denn an Sachen, wo wir uns leisten könnten und wo wir es bringen werden?
Global Critical Strike Chance, da bringt ja mal gar nichts. Genauigkeit. Naja. Leather Scale Boots. Aber man hat uns wieder getrennt. Ich sehe dich nicht mehr auf der Karte. Okay. Ja, du bist doch nicht mehr in der Party drin. Richtig. What? Ich guck grad mal. Achso, das kann vielleicht sein wegen einem Aktwechsel wahrscheinlich, weil ich stehe noch in der Stadt drin. Ja, da war ich grad auch. Ich guck jetzt mal draußen. Ja. Ne, wir sind noch in der Party. Ja, aber jetzt haben wir uns wieder. Guck mal. So, ach, hey, wie viel Quests gibt's denn hier? Alter, ich hab gar nicht mal auf hier. Ich hab drei jetzt im Moment. Ich krieg aber genau, nicht mehr. Drei Quests. Mit fünf Leuten, glaube ich, kann man reden und mit drei Quests kommt man dann hier wieder raus. Okay, Notizbrett.